Oh, willkommen zu Gravity Rush Part 2. Part 2. Gravity Rush 2 Part 8. Jetzt haben wir es. So, ich weiß gerade nicht warum, aber ich habe gerade hier alles Mögliche freigeschalten bekommen. Okay. Also mit Dusty Marken, das war so eine Online-Sache. Die ja eigentlich schon mehr da sind und. Ich hatte es eigentlich schon auf dem ersten Speicherstand, aber jetzt hab ich doch auf dem dritten. Okay. Jetzt kann ich ja ursprünglich in Kleidung rumrennen. Aus dem ersten Teil. Wo sich gefühlt nichts ändert. Versuche ich die Zeitherausforderung? Nee. Ich mach mit der Hauptstory weiter. Wenn da noch Zeit ist. Gulli wäre cool gewesen. Wo fliegst du einfach da hoch? Ne, da drüben ist einer. Okay. Dann machen wir das doch mal. Hier komme ich doch direkt davor raus, oder? War das nicht die Sache? Naja, direkt davor. Unter der Brücke. Das sind nur 200 Yards. So schnell geht's. Ah, ich weiß nicht schon, was das für eine Hauptstory ist. Muss man Sachen durch die Gegend schleppen, war es das? Oder war das die Nebenmission? Ah, mal sehen. Wenn die Schweine und Tränen passen gar nicht zu ihnen. Wirklich? Du würdest mir helfen? Oh Mann, Sid, muss das denn echt immer sein? Ist sicher nett, wenn man in den Tag hineinlebt und Freunden anflirten kann. Mal sehen, ob ich dem nochmal in den Minen helfe. Oh, Cat, was für ein perfektes Timing. Hm? Werte Dame, das ist der Shifter, von dem ich Ihnen erzählt habe. Dieses kleine Mädchen soll diese unglaubliche Kraft besitzen. Sollte das stimmen, könnte ich wirklich deine Hilfe brauchen. Meine Hilfe? Oh ja, diese arme Frau ist völlig verzweifelt. Hilf uns, Cat, du bist ihre einzige Hoffnung. Ja, ich fürchte, ich kann dir da gar nicht. Cat, unter uns, sie ist stinkreich. Eine Hand wäscht die andere, verstehst du? Warum tust du es da nicht? Komm schon, Cat, das ist unsere Chance, uns die nötige Kohle zu verdienen. Ich würde gern helfen, aber... Oh, oh, dieser Schwert. Sid? Wenn ich doch nur nicht diese schwere Verletzung hätte. Na schön, ich werde helfen. Getrennte Tische. Und es lädt. Und es lädt immer noch. Jetzt. Hat das gedauert. Wo liegt denn das Problem? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Kommt drauf an, um was es geht. Wo soll ich da nur anfangen? Das ist eine lange Geschichte, aber... Ich möchte ein paar Freunde zu einer Cocktailparty einladen. Und es soll eine tolle Party werden. Ich habe Unmengen von Ideen, die ich umsetzen will. Aber meine Diener ruinieren mir meinen wunderbaren Plan. Unmöglich, sagen sie. Das dauert viel zu lange, sagen sie. Ihre Diener wollen ihnen also nicht dienen? Oh, das werden sie. Dafür werde ich sorgen. Aber wo liegt dann das Problem? Es wurde gelöst. Und jetzt unterbrich mich nicht mehr. Tut mir leid. Meine Diener arbeiten rund um die Uhr an den Vorbereitungen. Könntest du mir also einen klitzekleinen Gefallen tun? Würdest du diese Einladung verteilen? Was wäre eine Party ohne Gäste? Okay. Das hätten sie doch gleich fragen können. Die Namen stehen auf den Umschlägen. Natürlich springt für dich bei der Sache am Ende auch eine Kleinigkeit raus. Gut, dann sorge ich dafür, dass die Einladung ankommt. Okay, das ist wie geschafft für solche Aufgaben. Oh, jetzt fängt es schon wieder an. Okay. Gibt es denn keine Post? E-Mail? WhatsApp? Halt für die 1000 anderen Messenger? Bei den 5 Häusern kennen sich doch eh alle. Ja, niemand da. Auf der Insel umsehen, okay. Die ist ja nicht allzu groß.
Oh, Direktor. Nein, nein, nein. Komm, Liebes. Wir holen dir einfach einen neuen. Ich will keinen neuen. Ich will dich stören, aber ich habe hier was für sie. Oh, was für ein Glück. Ich wollte gerade nach einem Diener rufen. Diener? Meiner Kleinen ist ihr Ballon weggeflogen. Er ist hier sicher irgendwo verfangen. Was soll ich jetzt hier tun? Ich will meinen Ballon. Ich will nur etwas abliefern. Ich bin zu gestresst, um meine Sendung anzunehmen. Ein Ballon also. Wenn ich ihn für Sie finde, nehmen Sie dann die Einladung entgegen. Muss ich dich noch einmal bitten? Nein. Sind hier denn alle so? Ja, echt anstrengend. Okay, Ballon. Ist ja einfach hier in irgendeinem Baum sein, oder? Hätte ich gedacht. Er hat das solche Kräfte und Fähigkeiten. Man muss den Quatsch machen. Die Frage ist, ist es in irgendeinem Baum drin? Man müsste ja meinen eigentlich irgendwo davon, oder? Sonst würde das Kind ja nicht dort stehen. Dann ist ja nichts mehr. Irgendwo im Haus verfangen? Ah, jetzt sehe ich schon. Wie ist er da hingekommen? Sieht aus, als ob man den da angebunden hat, oder? Naja. Mein Ballon! War das nicht nett? Schön, dass sie sich so freut. Das muss ein besonderer Ballon sein. Na klar, ich spiele nur mit den besten Sachen. Er ist mit Gravigas gefüllt und fliegt noch schneller und weiter. Mein Daddy hat Beziehungen. Ich bin die Einzige in Lehavina, die so einen hat. Beziehungen und Geld, das hält diese Welt hier am Laufen. Oh, fast hätte ich vergessen. Ihre Sendung. Eine Einladung? Was wohl diesmal für eine Party wird? Partys sind toll, ich wäre auch gern dabei. Die ist niemals dabei. Hey, ich bin keine Dienerin. Warum bist du dann hier? Siehst so arm aus. Lehavina ist für reiche Leute wie uns. Du gehörst ja nicht her. Ganz richtig, Liebes. Wie gut, dass ich dir Wert und Anspruch vermittelt habe. Wie die Mutter, so die Tochter. Ja. Eine echt anstrengende Gegend, glaube ich. Ja, die nächste wieder. Naja, gut, Cat ist zumindest arm. Der Punkt stimmt ja. Zumindest finanziell. Hallo, ich habe... Ist das zu fassen? Meine Babys sind krank. Ihre Babys? Wo sind sie? Sieh sie dir an, sie sind total verweckt. Oh, die meinen sie. Sie haben einen wunderschönen Garten. Nicht so viel reden, sondern gießen. Das ist ihr Garten, warum gießen sie nicht selbst? An die Arbeit, ich werde dich im Auge behalten. Bring es einfach hinter uns. Es ist unmöglich für diese Leute vernünftig zu reden. Ja. Oh, das funktioniert gut. Ja, ja. Wasser. Aber sieht echt cool aus, das Wasser. Das war nichts. Wenn ich einfach hinlaufe, geht das auch? Naja. Nicht so wirklich. Hier ist noch einer. Das ist gar nicht einfach zu treffen manchmal. Wie viele Bäume denn noch? Na, so wird recht dann doch nicht. Ich fliege einfach hoch. Da ist einer, da ist einer.
als ob ich nie getroffen habe. Geht hoch. Ich habe ihre blöden Pflanzen gegossen. Hier ist ihre Sendung. Oh, eine Einladung zu einer Party. Da bist du doch nicht meine Dienerin, sondern die eines anderen. Ich stehe niemandem. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was soll ich schon anziehen. Die ist schon wieder in ihrer Welt. Tja, meine Aufgabe ist erledigt. Wiedersehen. Bloß weg hier. Und einfach so wegschießen. Ja, ich schaffe es die letzte Villa. Das hier ist ja wohl öffentlich. Denke ich. Ah ne, da drüben. Ah. Und da ist er auch noch. Oh Mann. Ich wäre echt gern schön unterwegs, ne? Ah, haben wir gleich mitten. Das machst du fertig. Wo ist der diesmal nur hingegangen? Entschuldigung, bist du hier der Besitzer? Hey, hast du den Besitzer des Hauses gesehen? Den Besitzer? Ich weiß nicht genau, von wem du sprichst. Das ist doch nicht so schwer vom Besitzer dieses Hauses. Er hat darauf bestanden, wieder einmal Verstecken zu spielen. Finde ich ihn nicht, wird er sauer und lässt seine Wut an den Dienern aus. Oh nein, soll ich bei der Suche helfen? Ich muss ihn sowieso finden, wenn ich ihm die Einladung überbringen will. Das wäre großartig. Er muss ja irgendwo sein. Allerdings sucht er sich immer die seltsamsten Orte aus, zu verstecken. Keine Sorge, ich finde ihn. Der war, glaube ich, unterhalb. Hey! Juwelen. So, da unten geht's irgendwo rein. Daran kann ich mich erinnern. Oh, noch mehr. Hab ich jetzt so viel übersehen? Scheint offenbar ja. Hm. Und ich krieg's gerade nicht effektiv hin. So. Mal gucken, irgendwo hier müsste es doch reingehen. Alter! Und da ist er. Na bitte, sie müsste der Kerl sein, der sich ständig versteckt. Hm? Ich kenne dich nicht. Bist du eine neue Dienerin? Nein, ich soll nur etwas bei ihnen abgeben. Eine Einladung? Hm. Was für eine Party sie wohl geplant hat? Darfst du dich die Frage, warum sie ständig Verstecken spielen? Ihre Diener sind völlig am Ende. Sie waren am Ende? Wirklich? Aber das ist ja wunderbar. Was? Die anderen Spiele würden echt langweilig. Ich mag es, andere Leute zu stressen. Hört sich nicht an, als würde dieses Spiel den anderen gefallen. Ja. Okay, dann. Ach, waren alle. Wunderbar. Ich bin zurück und habe all ihre Einladungen verteilt. Schön, dann kannst du mal als nächstes Benzin vom Markt besorgen. Ich würde Kisten wie diesen da verkauft. Als nächstes? Davon war ja auch nie die Rede. Oh, jetzt hörst du dich an wie meine Diener. Dabei wollte ich dich gerade für deine Hilfe belohnen. Ja, schön, aber das ist der letzte Auftrag, den ich übernehme. Jetzt ist es zu spät, um aufzuhören. Danke, Kate, du bist ein Schatz. Okay, heftige Holzkisten. Ah, fast 700 Yards. Springen wir einfach runter. Irgendwo hier vorne. Hey, noch ein Juwel. Wenigstens ein Zehner. Echt neblig hier. Ach, dieser Haken.
Ja, ich muss mal korrigieren, glaube ich. So, erstmal gerade machen. Wow. Da bin ich ja schon da. Ich muss die Kamera richten. Ich soll die Benzinlieferung abholen. Ja, da bist du eine von Madams Dienerinnen. Das Benzin ist da drüben in den Kisten. Nimm sie einfach mit. Sie hat im Voraus bezahlt. Wozu brauchen die Leute in Lei Havina eigentlich all das Benzin? Sie haben ein Monopol auf den Verkauf. Ich kann die Nachfrage kaum decken. Die leben sicher nicht sehr umweltbewusst. Die Leute unten in den Hausbooten haben kaum genug, um ihr Wasser zu erhitzen. Wenn sie ihnen so furchtbar leid tut, warum heben sie dann nichts für sie auf? Damit ich mein Geschäft verliere? Sorry, aber in dieser Stadt regiert das Geld. Die Stadt hat große Probleme. Ja, sehr viele soziale Probleme, glaube ich. Trage ich etwa auch zu diesem Problem bei? Immer liefere ich dieser Frau ihr Benzin. Da bin ich nicht besser als diese Händler. Es gibt sicher viele, die das Benzin mehr brauchen als sie. Ja? Kleine Planänderung, dass ich bringe es nach Lake Elgona zum zornigen Tausendfüßer. Ja, ich könnte es auch hochbringen, oder? Aber unten ist näher. Und die brauchen es mehr. Das wird wahrscheinlich nicht mehr auffallen. Wenn hier hat der Händler vielleicht Probleme. Ja, mir geht die Kraft aus. Das sollte so genügen. Muss ich das hier reinlaufen? Oh. Sonderlieferung. Können Sie mir dabei helfen, das überall zu verteilen? Aber ist das Benzin? Wo hast du nur so viel bekommen? Nur die Einwohner von Lei Havina haben genug Geld, um so viel zu kaufen. Ich habe deiner Frau geholfen. Also eine Art Belohnung für meine Hilfe. Danke, du weißt nicht, was das für uns bedeutet. Wir hatten es unter allen aufteilen. Ja, immerhin. Bin ich gleich da oben, oder? Wo ist die hin? Ah, da drüben ist jemand. Soldaten, haben sie herausgefunden, dass ich hier bin? Mir ist langweilig. Was könnte ich nur Aufregendes anstellen? Nicht mal die Benzinverschwenderei auf meiner wilden Partys kann mich begeistern. Was hat sie mit all dem Benzin gemacht? Gnädige Frau, es gibt Pläne für einen neuen Vergnügungspark. Ja klar, das sind ja tolle Neuigkeiten. Aber haben wir denn überhaupt genug Land hier oben? Oh, es soll in Lei Elgona errichtet werden. Da gibt es eine Insel, die wie geschaffen ist. Also werden wir den Park dort aufbauen. Was passiert mit den Bewohnern, die dort leben? Hört sich großartig an. Der Park soll so schnell wie möglich dort errichtet werden. Ich habe meine Truppen bereits angewiesen, sich darum zu kümmern. Wir räumen die Insel und werden direkt die Baumaßnahmen einleiten. Ist das ja ernst? Was? Moment, du bist doch dieses Mädchen aus... Hoppla. Soldaten, Alarm! Wir haben den Shifter. Haben wir die erst mal fertig. Oh, da schießt der Fisch. Okay, den hätten wir wohl getötet. Und den auch. Ich hab Schaden gekriegt. Jetzt muss ich da runter, ne? Oder muss ich zur Banga-Siedlung? Da hört sich ja gerade irgendwas. Achso, die wollen die Flotte retten. Okay.
keine Verfolger. Ah, ist da runter. Aber gleich bin ich da. Alle Matchers mussten evakuieren, glaube ich. Sonst geht das vielleicht gar nicht so gut aus. Lisa, hör zu! Irgendwas Schlimmes geht hier vor. Was denn jetzt wieder? Garnisonstruppen rücken hier auf Lea Elgona vor, um die Einwohner von ihrer Insel zu vertreiben. Und das ist so für ein dämlicher Vergnügungspark. Verstehe. Wie hast du jetzt nichts zu sagen? Die Starken beuten immer die Schwachen aus, so ist das Leben. Wenn wir uns auf ihre Seite stellen, sind wir als nächstes dran. Aber wo sollen sie hin? Wir haben nicht genug Ressourcen, um alle zu helfen. Vergiss es, dann werde ich eben selbst gehen. Warte. Okay. Da. Auf da runter. Okay. Ach, da brennt's. Ich hab schon überlegt, was das ist. Ja, das ist eine komische Maschine. Ich muss etwas tun, bevor hier alles niederbrennt. Ich muss dieses Feuer löschen irgendwie. Aber wie? Ich würde sagen mit Wasser. Ah, da. Okay, da ist jede Menge Wasser. Naja, Wasser holen, das hatten wir ja vorhin schon. Oh, die Schadensanzeige, die ist neu. Das ist viel Feuer. Hm, zum Glück habe ich das aufgehört, dass ich vier Dinge tragen kann. Jetzt muss ich noch hier alle fertig machen, glaube ich. So. Nur noch neu. Und da kommt noch mehr. Ich glaube, hinten ist am effektivsten, dieses wieder noch. Aber Stress, glaube ich, nicht so wirklich. Oh. Au. Ah, schon die Hälfte verloren. In Gesundheit. Au. Schießt einfach eine Rakete. Und der boxt mich einfach. Hm. Zum Glück wehrt sich nicht allzu sehr. Okay, er ist besiegt. Ah, ich hab vergessen, dass er hochgeht. Hm, ich komm da nicht so richtig hoch. Jetzt. Ah. Ey, ich wollte schnell. Abwerfen. Ja, oh, das ist schlecht. Hm, ich würde gerne den Starkwurf machen, aber ich habe gerade keine Sachen, oder? Ja, zwei ist immer schon ein bisschen zu gefährlich, ein bisschen. Jetzt aber. Hat irgendwie nicht so wirklich funktioniert.
Na gut, machen wir es einfach fertig. Wow. Was mehr das dafür sind, umso gefährlicher wird. Da hänge ich irgendwie in den Seilen. Schon eine Panzerplatte ab. Habe ich gerade diesen Typ aufgehoben? Wie ich einfach alles vorbei werf. Ich vergesse einfach, dass es hochgeht. Okay. Langsam wieder so weitermachen. So lange wie nötig. Sollen wir weitere Verstärkungen anfordern? Ja, ich glaube, wir sollten jetzt unsere Spezialwaffe holen. Sehen Sie endlich ein, dass Sie verloren haben? Macht ihr einfach alles platt hier. Raven! Na! Ja, los, sagt Win. Oh. Wir haben mehr Zeit, was? Nein, ich verstehe. Wie viel von oben? Wir sind hier fertig. Ab zum Hauptquartier. Sie ziehen sich zurück. Wir sind gerettet. Nur eine leichte Gehirnerschütterung. So wie die vom zornigen Tausendfüßer, das ich aufgehört habe, dachte ich, du wärst erledigt. Das haben davon, wenn man den Helden spielt. Man kann dabei echt drauf gehen. Was? Hast du Raven gesagt? So traf ich also Raven wieder, nachdem wir beide vor langer Zeit in dieser seltsamen Gravitationssturm gezogen worden waren. Leider verlief unser Treffen nicht so, wie ich das erwartet hatte. Ich hätte Wave mit der Eisenmaske fast nicht erkannt und wusste nicht, warum sie mir etwas tun wollte. Ja, auf sich wird sie ja kontrolliert von irgendwas. Okay. Das war ja aufregend. Neue Nebenmission, jede Menge. Jetzt, wo es so spannend wird. Gut, das ist eine neue Herausforderung. Da ist auch eine Mission. Ja, gut. Hier kann ich sowieso nehmen. Okay, dann machen wir noch diese eine Herausforderung. Die wollte ich ja eigentlich auch probieren. Ah, ich weiß nicht, ob ich wenigstens vergleich schon überhaupt ein bisschen weitermache. Ist gerade spannend eigentlich. Okay, 1400 Punkte. Mal sehen. Da hat mich einer getroffen. Ja, lebt der immer noch. Und der hat auch überlebt. Lebt der ein Treffer? Einfach tot werfen. Das ist, glaube ich, das Effektivste bei dem. Meine ich zumindest. Na. Zu früh gerollt. Ah, nein, zu viel Treffer.
Einfach alles wegwerfen hier. So. Wo ist der nächste? Da. Nein! Den brauche ich noch. Hier seine Steine kann ich mir einfach mal wetten. Ich habe keinen Spezialangriff. Ah. Achso, jetzt zuckt er weg. Ah, es gibt doch gar keine Steine mehr. Doch, jetzt. Hm, mein Anzeige war noch nie regeneriert. Ah, das reicht schon für Punkte, ja. Wunderbar. Ach, nochmal Zeit verlängert. Au. Ich treffe einfach nicht mehr. Ah, gut, aber... Naja. Und wieder 350 mehr. Wunderbar. Ja, na tolles Mann. Meist sind zwar nicht allzu gut, aber naja. Okay, mach ich noch die Herausforderung. Und das halt ist ja genügend. Denke ich. Stasisfeldkampf. Okay, hier kannst du Würfe einsetzen, ich meine. Sind eh sehr effektiv. Das passt schon. Gut, die hätten wir alle erwischt. Jedenfalls er diesen dänischen Baum abprallt. Müssen wir getroffen werden? Na, der Brotto ist ein Treffer. Hier ist die Chefin nicht wert. Au! Okay, hinten noch. 500 Punkte. Okay, der ist ja schon fast. Läuft doch gut. Gut, sieht die erste Herausforderung. Haben wir ja, können wir dieses Ding mitnehmen? Das brauchst du eigentlich bloß einen Wurf, oder? Das ist so effektiv, warum das vorhin nicht funktioniert hat. Ich hätte vielleicht schon werfen sollen, der hätte schon ein paar Punkte gemacht. Aber es reicht ja locker. Und noch ein Talisman erhalten. Da. Ah, jetzt speichert, kann man es ja aufrufen. So. Talisman. Schaff hier oben ein. Umkreis zu shiften. Gravitationszeige verringert sich nie. Du hast doch weniger Angriffskraft. Ja, das zu suchen ist praktisch. Ach stimmt, das hast du bekommen wegen den Dusty-Punkten.
die fürs Fotografieren bekommt. Für diese Online-Sache. Wo die Surfer eingestaunt sind. Das hängt direkt schon von Wurfobjekten. Erhöht jedoch Schaden. Erlöscht das Verstören von Navy-Panzerung mit Gravitationskicks. Ja, das ist echt gar nicht so schlecht. Aber was haben wir hier nochmal? Ein Schaden von Angriffen. Und allgemein Gravitationskicks. Und hier danach hält mein Spezialangriff länger. Und dann hat den Schaden von Angriffen nochmal Stil. Ja, ich mach die Gravitationskick wohl öfters als die Spiralklaue. Okay, für ein Power-Up dürfte es ja auch noch reichen. Längere Combo. Mehr Durchschlagskraft. Wir machen die Combo länger. Gut. Double X-Mal werde ich wohl ein bisschen weitermachen. Vielleicht. Oder doch die Hauptmission. Mal sehen. Worauf ich da Lust habe. Und dann übernächst dann die Nebenmission spätestens. Gut, das sag ich schon bis zum nächsten Mal.